Sie sind hier, 10. November 2018, Update vor 20 Minuten. Von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Neymar wird offenbar für sein Verhalten neben dem Platz bezahlt. Urheberrecht, Getty Images. Update: Paris Saint-Germain zahlt seinen Spielern offenbar Prämien für die Einhaltung bestimmter Parameter. So kassiert Neymar eine beachtliche Summe. Paris Saint-Germain belohnt seine Spieler offenbar für ihr Verhalten neben dem Platz mit sogenannten Ethikprämien. Wie der französische TV-Sender France 2 nach Enthüllungen der Plattform Football Leaks berichtet, kassieren die PSG-Stars Geld für die Erfüllung bestimmter Parameter. Dazu gehören Pünktlichkeit, Respekt gegenüber Medien sowie keine Wetten auf PSG-Matches, aber auch beispielsweise das Applaudieren der eigenen Fans nach dem Spielende. Nur wenn all diese Punkte erfüllt werden, wird laut des Senders RMC die Prämie auch ausgezahlt. Verteidiger Thiago Silva sollen dadurch insgesamt 33.000 Euro pro Monat winken, Neymar mehr als das Zehnfache 375.000 Euro, Anzeige, jetzt Trikots der internationalen Spitzenclubs sichern, hier geht's zum Shop. Sowohl Silva als auch Neymar kommentierten die Meldungen auf Instagram. Fake News, schrieb Neymar, und ergänzte, es ist zur Routine geworden. Neymar äußert sich in seiner Instagram-Story kurz und knapp zu den Gerüchten. Urheberrecht Instagram, Neymar: Bereits vor einigen Tagen waren die Gehaltsforderungen von PSG-Star Kylian Mbappé von Football Leaks enthüllt worden. Unter anderem berichtete die Plattform, dass Real Madrid 2017 214 Millionen Euro für den späteren Weltmeister geboten hatte. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.